Wenn man sich von einer liebgewonnenen Serienfigur verabschieden muss, fällt das immer schwer. Jetzt trifft es Fans von Bojana Golenak, die Schauspielerin verlässt die ARD-Telenovela, Sturm der Liebe. Ihr Aus beim Sturm verkündet die 48-Jährige in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Profil der Telenovela, Mail wird gehen. Unter welchen Umständen, noch streng geheim. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten, es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben, erklärt Golenak. Aber ich sage euch, es wird turbulent, so wie immer in Mellys Leben. Das war es in der Tat, Melly leidet unter einer manischen Depression, die ihr das Leben in der Vergangenheit immer wieder schwer machte. Dazu das Liebeshickhack mit Fürstenhof-Chefkoch Andrei Konopka, Joachim Letsch, das immerhin vor kurzem mit einem Happy End endete. Doch wieso bei Sturm der Liebe, das Glück nicht von Dauer? Die Programmvorschau von Das Erste verrät, dass Melly ihrem Chef Boris Saalfeld, Florian Frohwein, ein Geständnis macht, und der Geschäftsführer zieht seine Konsequenzen daraus. Danach hat die Chefhausdame für Vater Alfons Sonnbichler, Sepp Schauer, und Stiefmutter Hildegard Sonnbichler, Antje Hagen, schlechte Nachrichten und auch Kommissar Meiser, Christoph Kriegs, steht plötzlich wieder auf der Matte. Ob es etwas mit einem Betrug zu tun hat, den er Andrei begangen hat. Aufregung im Hause Sonnbichler, Melly, Bojana Golenak, L, beichtet Alfons, Sepp Schauer, R, und Hildegard, Antje Hagen, M, die schlechten Neuigkeiten vom Fürstenhof. Aufregung im Hause Sonnbichler, Melly, Bojana Golenak, L, beichtet Alfons, Sepp Schauer, R, und Hildegard, Antje Hagen, M, die schlechten Neuigkeiten vom Fürstenhof. Der Entertainment-Website, Promiflash, sagte die 48-Jährige, die Geschichte der Melly Konopka sei auserzählt. Die Rolle Melly war nur für ein Jahr angedacht. Mein Vertrag wurde jedoch zweimal verlängert. Sie freue sich nun auf neue Projekte. Dass die Zeit mit Sturm der Liebe für die Schauspielerin jetzt zu Ende ist, bedauern die Fans. Bojana ist so ein lieber Mensch. Werden dich nicht vergessen, und ich habe dich sehr gerne gesehen und werde dich vermissen, lauten zwei der vielen Kommentare zu ihrem Abschiedspost.